Hallo zusammen, ich grüße euch, der Basti von Paint Supply. Ich möchte euch heute die HDS 68 T4i aus dem Hause Umarex vorstellen. Wofür steht HDS? HDS steht für Home Defense Shotgun. Für den Home Defense Bereich würde ich dieses gute Stück nicht nehmen. Wenn ihr es denn dann machen wollt, nehmt auf jeden Fall Pfefferkugeln oder Gummistahl oder Stahlgeschosse. Damit habt ihr den größten Impact und die größte Wirkung. Ich würde das Ding eher zum Paintball-Spielen nehmen oder zum MacFett-Spielen nehmen, denn da ist es nicht nur mega spaßig, sondern auch super stylisch. Zeigen wir euch das gute Stück mal aus der Nähe. So sieht sie von vorne aus. So von oben. Hierüber wählt ihr aus, welchen Lauf. Das zeige ich euch gleich nochmal. So sieht der Griff aus. Hier hinten ist das berühmte Quick-Pierce-System. Und so sieht sie von unten aus. Das hier ist der Drücker, um den Lauf rausholen zu lassen. Hier vorne habt ihr noch eine taktische Rail, um, was weiß ich, einen Foregrip oder sowas dran zu machen, was sich eigentlich ganz gut macht bei dem guten Stück. Ja, so sieht das gute Stück aus. Wie funktioniert sie? Fangen wir beim Quick-Pierce-System an. Ihr kennt das sicherlich schon, das berühmte Quick-Pierce-System hier hinten. Das dreht ihr auf. Dann nehmt ihr eine handelsübliche 12 Gramm CO2-Kartusche. Die kommt so rum rein. Immer darauf aufpassen, der anzustechende Teil kommt zum Griffende. Dann das gute Stück zudrehen. Jetzt ist sie zumindest vom Treibmittel her vorgeladen, macht aber noch nichts natürlich, weil es noch nicht angestoßen ist, das Quick-Pierce-System. Jetzt braucht ihr nur noch diesen Knopf hier unten drücken. Dann kommt hier oben, wie ich finde, auch sehr stylisch, der Lauf hoch. Jetzt tut ihr hinten zwei Bälle rein, zwei First Strikes rein, was auch immer. Macht das gute Stück wieder zu. Jetzt ist sie endgültig vorgeladen, immer noch kein Schuss. Wenn ihr jetzt kräftig hier hinten drauf haut, kommt der Pinöpel raus und in der Sekunde ist sie auch schussfertig und dann könnt ihr abdrücken. Das ist der Wahlhebel, welches Rohr befeuert wird. So zeigt der Pfeil in die Richtung, dann ist das Rohr abgeschossen. So zeigt der Pfeil in die Richtung, dann wird das Rohr befeuert und das abgeschossen. Genau, der große Clou an der HDS ist, und das finde ich tatsächlich ganz witzig und stylisch, egal was hier hinten reinpasst, wenn ihr es zukriegt und es da reinpasst, dann könnt ihr es damit auch verschießen. Den Rest überlasse ich jetzt eurem Gedankenspiel. Genau, hier hinten sieht man, ob die Gun feuerbereit ist oder nicht. Sobald dieser kleine rot-schwarze Pinöpel rauskommt, ist sie geladen und feuerbereit. Ihr kriegt damit ja, so 20 Schuss wahrscheinlich, 18 bis 20 Schuss. Viel mehr kommt aus der Kartusche nicht raus. Es ist, wie gesagt, eher was für das stylische Spiel auf dem Paintballplatz, als wirklich was für den Home-Defense-Bereich. Die CO2-Kartusche sollte, wenn sie angestochen ist, auf keinen Fall drin bleiben, länger so als 10, 12, 14 Stunden, denn das CO2 greift die O-Ringe an und wenn ihr die Kartusche zu lange drin lasst, geht der O-Ring kaputt und dann habt ihr eine ungeschickte Gun. Wenn ihr sie entladen wollt vom CO2, einfach hier oben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel hier oben drauf drücken. Ihr hört es schon, das CO2 entweicht und jetzt könnt ihr ganz einfach mit dem mitgelieferten Schlüssel die CO2-Kartusche hier hinten, die fertige, rausholen. Könnt gleich eine neue reintun und dann ist sie wieder vorgeladen und quasi einsatzbereit. Genau. Wie gesagt, für den Home-Defense-Bereich würde ich sie nicht unbedingt nehmen. Beim Paintball bzw. beim MacFett macht sie einfach einen Riesenspaß. Und auch zum ein bisschen rumballern und Spaß haben im Garten ist sowas genau das Richtige. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Wie gesagt, zum Home-Defense halte ich nichts davon. Zum Spielen im Garten oder auf dem Spielfeld beim Paintball, wie gesagt, Topf, die Watte quillt. Wenn ihr euch jetzt für das gute Stück interessiert, kommt gerne bei uns im Laden vorbei. Da kann ich euch auch noch ein bisschen beraten, ein bisschen was drumherum erzählen. Ruft uns an, schreibt uns eine Mail oder schaut einfach online unter www.paintball-online-shop.net. Da einfach oben in die Suchleiste HDS 68 eingeben, schon taucht das gute Stück auf. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, der Basti von Paint Supply. Ciao!